Ich begrüße euch ganz herzlich und feierlich zu diesem Video hier. Feierlich deshalb, weil heute der Soundmod für die Baureihe 401 endlich veröffentlicht wurde. Ein großes Dankeschön an die Leute, die an der Mod saßen. Eine große Kollaboration. Und ich habe zwar schon einmal die Soundmod vor Wochen vorgestellt, dachte mir allerdings, zur Feier des Tages können wir das Ganze jetzt nochmal machen mit den finalen Sounds. Und vor allen Dingen wollte ich euch darauf eben hinweisen, dass der Soundmod nun veröffentlicht worden ist. Sodass alle die, die am PC sind, sich da am besten sofort in die Videobeschreibung hineinbegeben, dort auf den Link klicken zur Mod und sich den Mod runterladen und den Leuten dann Daumen hoch hinterlassen. Wir sind unterwegs mit dem Repaint hier, eine Kooperation von DB und Duplo, nämlich die wahrscheinlich längste Praline auf deutschen Schienen. Oder auf deutscher Schiene. Wer mal Lust hat, kann kurz hier das Video pausieren und einmal den QR-Code scannen. Ich würde sagen, wir setzen uns rein, fahren hier in der GTO-Variante und rüsten mal auf. Ups. So. So, Türen machen wir direkt auf. Dann, wir sind unterwegs heute im ICE 797. Also gehen wir hier mal ins ZD. Dann hier ZN für die Zugnummer. Und dann sind wir die 797. Klicken auf Enter und melden an. Sehr schön, Anmeldung ist erfolgt. Wir sind im GSMR. Sind bei DB Fernverkehr angemeldet. Das passt auch soweit. Ansonsten hier, wir können auch das Menü übrigens anwählen. Netzwahl manuell. Ja. Sprache, Meldung lesen, Meldung senden, hier zurück. Oh, Telefonbuch. Gehen wir mal ins Telefonbuch. Gibt es da jemanden? Nee. Zielwahl. Ja. Naja, okay, gehen wir hier wieder zurück und hören uns einmal an, wie die Türen schließen. Machen wir hier vorne. So. Dann machen wir noch einmal, drehen wir uns mal nach hinten. Geben die PZB frei und die LZB AFB. Das passt dann soweit. Dann einmal den Bremsschlüssel. Schön hingehört, die neuen Sounds. Ah, ist das herrlich. So. Achso, ja, genau. Ungenügend. So, okay. Hauptluftleitung, da sind gleich 5 Bar drin. Dann würde ich sagen, können wir den AFB-Hebel, ups, komplett nach vorne legen. Weil wir eh schon in der LZB sind und fahren los und hören uns mal die wundervollen Sounds an. Ah, ist das gut. Hier, Fahrmotorlüfter springen jetzt gerade an und wir schalten jetzt Leistung auf. Sind unterwegs in der GTO-Variante, IGBT gibt es auch. So. Ah, ist das nicht schön? Ach, das klingt einfach toll. Ja, GTO-Variante, das heißt also, wir werden jetzt gleich hier eine Soundveränderung hören bei 52 km/h. Bei 70, bei 88 und bei 98 km/h. Ja, also wir können es hinhören, hier gleich bei 52, haben wir es gleich erreicht.
Da, jetzt hat man es sehr gut hören können. Als nächstes dann gleich bei 70 km/h. Ich schalte mal ein bisschen mehr Leistung auf. So, gut hingehört. Mhm, sehr schön. Dann bei 88 km/h. Auch da werden wir eine kleine Frequenzveränderung hören. Hervorragend. Und dann zu guter Letzt bei 98 km/h. Ja, also das ist doch ganz herrlich. Wichtig ist, jegliche Livery Designer Repaints müssen deinstalliert werden. Also, wer Livery Designer Repaints installiert hat, die bitte deinstallieren, ansonsten führt das Ganze zu Crashes. Das heißt also einfach löschen, idealerweise vorher speichern. Ja. Was können wir noch? System, RF. Genau, das war dieses Telefonbuch. Oh, da kommt uns einer entgegen. TP. Aha, haben wir mal hin. Na toll. Der ist gut. Das fand ich jetzt sehr witzig. So, wir können mal einmal die Bildschirmhelligkeit ein bisschen runterstellen. Hier die Helligkeit runter. So, hier geht das, glaube ich, auch. Ne? Aha, kann das Ganze auf weiß stellen. Grauenvoll. Also gut gemacht, aber grausam. Schalten wir ein bisschen mehr Leistung auf. Wir trödeln hier ordentlich rum. Ach so, genau. Ja, jetzt blinkt das Ganze und jetzt können wir praktisch hier mit den Pfeiltasten die Helligkeit hoch und runter stellen. So, genau. Hiermit, glaube ich, die Lautstärke, aber das lässt sich, glaube ich, nicht bedienen. Was mit der 1? Rufen wir die 1 an. Mal gucken, wer da kommt. Ich hoffe, man hört das im Video. Moin. Fahrt ist dir bereits gestellt. Gute Reise noch. Dankeschön. Ah, sehr schön. Wir haben auch gerade hier die Nachricht bekommen. Ja. Ich lege ja schon auf. Wir haben ja gerade schon die Nachricht bekommen, dass fortfahren gemäß Signalbilder. Heißt also, das hat jetzt im Grunde genommen die gleiche Funktion erfüllt, wie wenn wir jetzt hier aufs Telefon klicken würden. Ne? Also im Grunde genommen können wir tatsächlich, wie geil ist das denn bitte? Können wir tatsächlich, wenn wir auf 1 klicken, den Fahrdienstleiter anrufen und da mal tatsächlich nachfragen wegen den Signalen. Ja. Dankeschön, mein Lieber. Ist das nicht genial? Ja, Fenstersound. Ob man bei den Geschwindigkeiten das Fenster aufmachen sollte, sei jetzt mal dahingestellt. Was wir auch machen können hier,
wenn ich am früher Bremsventil vorbeidrücken kann. Und ich würde gerne auf die 1 drücken, nicht auf die 2. Ah, schwierig. Na? Ah. Genau, also können wir hier... Okay, wir können praktisch von hier von's Menü ins Ebola-System wechseln. Und hier die Sounds. Sonnenblende. Auch neu. Glaube ich zumindest. Oh, auch die Sounds im Inneren. Wir sind ja gerade LZB geführt und es geht in dieser Fahrt nicht wirklich darum zu fahren, sondern nochmal die Mod vorzustellen. Ich würde sagen, wir wandern einmal ganz kurz in den Innenraum. Uah. Rätegerüst. Geräte, Schrank, Knorrbremse. So, mach mal hier zu. Und zwar haben wir dann auch, glaube ich, hier im Innenraum haben wir, glaube ich, auch. Ich glaube, die Sounds sind auch vergleichsweise neu. Auch hier die Tür-Sounds. Ja. Also bei mir ist die Performance leider im Innenraum des ICEs immer sehr schlecht. Hat aber nichts mit der Mod zu tun, das ist einfach immer so bei mir. Ja, wir fahren noch nicht einsteigen. Ja, wir können uns auch hier hinsetzen, selbstverständlich. Na. Ja. Also es klingt auch schön hier im Innenraum, ne? Auch da muss man sagen, not bad. Hut ab, Hut ab. So, zurück in den Führerstand. Der Zug fährt gerade nämlich lokführerlos. Das wollen wir natürlich nicht. Und verschiedene Repaints werden damit dazu geliefert, ne? Also hier diese Duplo-Variante, Deutschland schnellster Klimaschützer, gibt es dann auch, dann glaube ich 25 Jahre ICE oder 30 Jahre ICE, ich glaube 25 oder doch 30, weiß ich nicht mehr. Und natürlich ganz normal mit verkehrsrotem Streifen. So viel mehr Auswahl gibt es dann ja gar nicht in Realität, ne? Ist ja nicht so, als gäbe es da unendlich viele verschiedene Varianten. Ja, da sind ja, was so Lackierungen angeht, die ICE ist ja recht, ja, rar gesät, ne? Das gibt es ja nicht so viel. Herrlich, herrlich, herrlich. Also, ich hab schon bei der damaligen Mod-Vorstellung vorgestellt. Das Team ist sehr, sehr groß, das da gearbeitet hat. So, was sagt die LZB? Zu
250 in 13 Kilometern. Okay. Ne, also da haben, glaube ich, insgesamt, ich gucke nochmal ganz kurz rein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Leute dran gearbeitet. 10 sogar, glaube ich. 9 oder 10 Leute, das ist schon ordentlich was. Achso, das Horn übrigens hier. Auch das ist neu. Ja, von außen schwer zu hören bei diesen Geschwindigkeiten. Na, machen wir es lieber so, das gefällt mir besser. Ne, also auch das. Neue Sounds, herrlich. Hier so klingen die PZB-Sounds, by the way. Also Fahrmotorlüfter haben neue Sounds, Fahrmotoren selbst, Inverter haben neuen Sounds, die Rollsounds sind neu, die Türsounds sind neu, die Sounds im Innenraum des Fahrgastraums sind neu. Der Soundmix ist komplett neu. Ja, also wir haben da so viele neue Sounds, dann die ganzen visuellen Veränderungen. Hier die modularen Führerstandsdisplays sind überarbeitet worden. Ebola-Displays überarbeitet worden. GSMR ist komplett die Funktionalität einfach eingebaut. Aus dem Nichts heraus im Grunde genommen. Sogenanntes Mesa 23 GSMR. Das ist das Modell, das hier verbaut wurde. Anscheinend hat auch der Motorraum hier hinter uns, je nachdem, ob man gerade die GTO oder die IGBT-Variante fährt, auch da wohl unterschiedliche visuelle Sachen verbaut. Also auch da gibt es wohl einen Unterschied zwischen den beiden Modellen. Gibt ein paar neue Sticker und sowas im Führerstand und im Motorraum. Haben wir ja gesehen, da zum Beispiel diese Knorrbremsen. Wir haben neue LED-Lichttexturen. Gucken wir uns auch mal an. Boah, die fahren ja mit. Wir fahren ja mit, so. Also hier die neuen Texturen, die verbaut worden sind. Sehr schön, da oben noch hier der Pantograph. Wie gesagt, dann gibt es den deutschen schnellsten Klimaschützer als Repaint. Zum Teil vorne mit grünem Streifen, manchmal mit rotem Streifen, also im Grunde genommen die Smiley-Variante dann. Das Ganze wird dann random, taucht dann random auf. Dann haben wir die Duplo-Variante, die wahrscheinlich schnellste Praline auf deutscher Schiene. Bei dieser Variante haben wir anscheinend wohl andere Spitzenlichter, die ich gerade gezeigt habe. Das sind jetzt nicht die überarbeiteten LEDs, sondern das sind wohl ältere Formen der Spitzenlichter. Aber wenn wir uns eine andere Variante angucken würden, dann hätten wir andere Spitzenlichter. Dann gibt es den
IC1 mit Taufname Regensburg. Und zwar der 25 Jahre ICE mit dem SBB-Logo darunter. Und dann gibt es die Expo 2000. Was noch geplant ist in zukünftigen Updates, ist eine LDV-Variante, ne? Also die Lebensdauerverlängerung mit einem veränderten, mit der angepassten Farbe hier des Führerstandstisches, mit neuen, ja, mit neuem Sitzpolster hier, beziehungsweise neuem Sitzmodell für den Führerstand. Und neuen angepassten Stickern und sowas draußen am Außenmodell. Was auch geplant ist, ist die 30 Jahre ICE Variante, die gleichzeitig rauskommen soll mit der LDV Variante. Und wo vielleicht auch noch dran gearbeitet werden könnte, ist tatsächlich ein funktionierender Ebola. Das wäre natürlich mega genial. Also schon krass, fühlt sich eigentlich fast schon wieder an wie ein neues Fahrzeug. Fühlt sich fast an, als sei das ein Lok-DLC. Ja, und wie gesagt, wer Livery Designer Repaints installiert hat, ob nun jetzt selbst gemacht oder runtergeladen aus dem Creators Club oder sonst wo, die bitte deinstallieren. Die, ansonsten führt das zu Crashes. Wir fahren heute nur bis nach Fulda. Sind also dort in 10 Minuten da. Und da endet unsere Fahrt heute. Also wirklich Hut ab. Wahnsinnige Leistung hier, die hier erbracht worden ist. An dieser Mod wurde schon gearbeitet seit dem Early Access von TSW 3, also seit, ja, mittlerweile über einem halben Jahr, glaube ich schon, ne? Ja doch, auf jeden Fall über ein halbes Jahr. Oder ziemlich genau ein halbes Jahr. Ja, ein bisschen mehr als ein halbes Jahr, glaube ich. Und das merkt man, also da ist wirklich, das ist wirklich eine auf Hochglanz polierte Mod, die schon das Fahrerlebnis deutlich aufwertet. Wie gesagt, natürlich nur für den PC. Selbstverständlich nicht für die Konsolen. Die gehen da leer aus, aber das ist halt eben so, wenn man an der Konsole ist. Was ist das? Und Augen zu. Ja. Einmal hier so eine Überleitstelle, beziehungsweise ein Ausweichgleis für Güterzüge und für, ja, vielleicht langsameren Fernverkehr. Ich hatte das Gefühl, dass dieses Licht auf Blitzen gefixt war eigentlich. Ja, und trotzdem taucht das hier auf. Ich weiß nicht, ob das jetzt an einer Mod liegt oder doch tatsächlich so im Spiel drin ist. Könnt ihr mir ja sagen, wenn ihr vor allen Dingen an der Konsole seid, ob ihr das auch habt. Oder ob das tatsächlich jetzt nur bei mir der Fall ist, bei Tunneleinfahrten. Bei den Ausfahrten ist das ja vollkommen okay. Aber es sind die Einfahrten, die da so ein bisschen rumbangen. So, 15 Kilometer noch. Wir müssen mal darauf achten, dass uns die LZB tatsächlich auch anhält. Denn ansonsten fahren wir einfach an Fulda vorbei.
krass, ne? Also diese riesigen Brücken, das muss man auf DTG lassen, das ist auch schön gebaut. Also kann man auch nichts sagen. So, 9 Kilometer noch, 8,8. Dann müssen wir 220 fahren. Denke mal, das kriegt die LZB auch von alleine hin. Wie gesagt, Link zu der Mod ist in der Videobeschreibung. Schon cool, schon mega cool. So, ein Gefahrenleuchtenmelder ist an. Jetzt haben wir ein HP0 zu erwarten in 6 Kilometern. Solange das G nicht blinkt, ist alles gut. So, bis Fulda sind es noch 5 Kilometer. So, ich glaube, gleich müssen wir mal selbst nachhelfen. Ja. Schön, diese Sounds, einfach toll. So. Herrlich. Das klingt einfach gut. So, und halt zu erwarten. Müssen wir natürlich nicht bestätigen. Ah ja, eins der Wahrzeichen von Fulda. Ach, diese Sounds. Hört euch das an, das ist hier einfach nur herrlich. Wir hatten doch gerade noch einen Halt zu erwarten. Komisch. Leistung nehmen wir mal raus. Und bremsen wir jetzt mal langsam rein. So, lassen wir ausrollen. Herrlich.
Da sind wir in Fulda. Na, eine Minute sogar zu früh. Fahren wir bis ganz vorne ran. Und ja, Signal ist rot. Sehr schön, Türen auf. Da wartet noch ein Talent auf die Einfahrt, glaube ich. Gut, dann, wie gesagt, Link zu der Motte ist in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Alles Gute, alles Liebe. Ciao, ciao.